die gleich hier nachkommt. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Indiana Jones and the Fate of Atlantis. So naja. So, jetzt geht's los. Ich kann mich wieder bewegen. Ja, wie ich das. Denn jetzt kommt das hier. Dicke durch den Boden durch, mal auf Action. So. Und hier sind wir nun. Gehen gleich mal zum Steuerpult. Jetzt bewegt sich dieser coole Kreis unter den Garten. Das ist schon ziemlich episch. Und transmorpht den Garten dabei zum Attack Action Garden. Demnächst auch in ihrem Spielzeughandel. Nein, scheiße, die Raketen! Da kommen sie. Und um maximale Vernichtung zu machen, kommen sie direkt von oben. Und nicht frontal. Wie episch. Tja, aber er bewegt sich. So, und das ist unser erstes Gefährt. Der gesamte Galbadia-Garten. Hat mich irgendwie geflasht beim ersten Mal durchspielen, dass ich mit dem ganzen Garten umhergehen kann. Und vor allem, man kann dann auch in den Garten gehen und halt alles begucken und so. Das ist ziemlich cool. Es bewegt sich. Ah, so. So ist es also. Hä? Wie sieht es draußen aus? Squall, auf geht's! So. Xel fährt schon mal alleine vor. Hey Squall, lass uns gehen. Und Renor kommt mit mir weg. Runter. Hier weiß ich, dass man nicht mit Sid-Karten spielen kann. Oder bin ich mir relativ sicher, dass ich das hier schon mal probiert habe. So. Ja, wir schauen jetzt nach draußen. Gehen quasi auf Sonnendeck. Aber ehrlich gesagt würde ich vorher lieber speichern, aber ich glaube, die Möglichkeit habe ich nicht. Also nehmen wir das auch nochmal schnell mit. Dort sind sie schon ganz crazy unterwegs. Aber naja, das interessiert uns diesmal ja nicht. So, da hatte ich ihn total absorbt. Rennen hier alle im Gegend rum. Hilfe, 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 Hilfe. Feuer, 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 Feuer. Es fliegt, es fliegt, es fliegt. Oh Mann. Die sind echt drauf. Also ich meine, war schon klar. Erst so eine Revolution, überall Mord und Totschlag und Gewalt und Monster. Und jetzt Raketenexplosion und der Garten fliegt. Na gut. Wenn ich das so alles zusammenfasse, mal innerlich. Ich würde, glaube ich, genauso blöd durch die Gegend laufen. So, sehr schön. Ist es nicht einfach wunderbar hier? Ein schöner Platz für ein Picknick, finden Sie nicht auch? Ach ja. Und wer übrigens alle Zitate aus anderen Spielen und Filmen erkennt und mir zum Schluss zuschickt, erhält einen Preis. Denn ich habe bestimmt schon 50 Zitate aus sämtlichen Spielen und Filmen und sonst was und Verarschen hiermit eingebaut in dieses Let's Play und in meine ganzen anderen Let's Plays. Ja. Gut, das war's eigentlich auch schon. Wundertoll. Naja, es war ein schöner Ausblick. So, jetzt wieder zurück und Bericht erstatten. Ah, Squall! Der Direktor ruft nach dir. Komm schleunigst zurück. Was für ein Wendekreis sie gerade hatte, anstatt einfach auf dem Absatz kehrt zu machen, zurückzulaufen. Nein, wir gehen einen Schlenker. Na, eigentlich kürzen wir das hier ab. Das freut mich. Squall, die Steuerung reagiert nicht. Ich meine, wo ist die Steuerung? Wir werden gleich die Stadt Balambram. Oh nein, können wir denn nichts tun?
Was für ein Scheiß! Squall, können Sie etwas machen? Sie können auch sonst immer alles. Na, das möchte ich selber wissen. Squall! Squall, bitte. Warum immer ich machen? Was soll denn das? Ah, scheiße. Da hätten wir mal Selfie dabei, die ist Expertin im Knöpfchen drücken. Was ist jetzt? Hm, gut gemacht. Der Garten dreht ab. Oh Gott, was ist das? Ich bin voll drauf. Schon wieder ein Grafikglitch, wie ich sie hasse. Wir drehen ab. Wow, der Ozean. Halten Sie sich irgendwo fest, Leute. So, das Gute daran ist, der Garten kann auch schwimmen. Ansonsten hätten wir jetzt echt ein Problem, das würden wir jetzt gleich alle ersaufen. Wie die ärmsten Schweine. Hm, puh, das wäre erst einmal überstanden. Wir können davon ausgehen, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Denn aus irgendeinem Grund sind die ganzen Pro-Master besiegt. Na gut, ich habe sie eigentlich auch alle besiegt, aber es gibt auch keine anderen mehr. Naja, was soll's. Wohin treibt der Garten? Hm, solange wir nicht wissen, solange wir nicht wissen, wir wissen eigentlich gar nichts, aber wir überlassen es dem Wind, denn wir wissen auch nicht, wie man ihn steuert. Hm, nun das Einzige, wovon wir genug haben, ist Zeit. Wir überlegen uns erst einmal, was zu tun ist. Ja, schippert so alles vor sich hin. Hahaha, mein Zimmer ist verschwunden. Denn dort ist jetzt diese Aussichtsplattform. Die Steuerungskonsole quasi. So, und jetzt ist alles ruhig und wir schippern in unserem schönen Gartenschiff umher. Und gleich haben wir die Chance zu speichern. Denn wir erwachen in unserem Zimmer, wenn ich mich richtig erinnere. Lass uns nochmal alles so durch den Kopf gehen. Wie viele Stunden sind vergangen, seit der Garten abgehoben hat? Die Monster, die von den Pro-Masters aus der Übungshalle geholt wurden, sind beseitigt. Die in der MD-Ebene ebenso. Es gibt nichts mehr zu tun. Ach ja, ich muss Direktor Sid Bericht erstatten. Ich habe ja auch einige Fragen an ihn. Der Direktor muss im Stress sein. Ob er wohl die Kontrolle über diesen Garten wiedererlangt hat? Man weiß es nicht und wir werden es erst das nächste Mal erfahren. Das Meer, das Meer, das Meer. Langeweile, Lustlosigkeit, kein Bock. Geht es Ihnen auch so? Dann empfehlen wir Ihnen den Strand, denn der Strand hat viel mehr zu bieten als das Meer. Man kann schwimmen gehen, na gut, kann man im Meer auch. Man kann aber auch an Land gehen, das kann man direkt nicht im Meer. Das ist sehr viel schön. Zu viel Zeit, ich hasse es. Ich denke schon wieder zu viel nach. Ach, leg dich doch nicht hin, du standst doch gerade so schön neben Safe Point. Selfie, wie es ihr wohl geht? War es okay, dass ich sie gehen ließ? Quistis Irvine, lebt ihr noch? Hexe, was sollte das werden? Wieso Raketen auf Garten abfeuern? Siffer, kehrst du nicht mehr um? Ich werde mich rächen. Ach ja, ich mag Squalls Monologe. Kommt nicht ganz so oft vor. Er denkt ja auch sonst nicht so viel. Er reagiert sonst nur auf Instinkte. Morgen. Hihihi, wie süß. Gehen wir? Wohin? Wir machen einen Rundgang. Ist das ein Befehl? Kein Befehl. Ich wollte nur sehen, wie er den Alltag hier verbringt. Na gut. Ja, yippie, ja, yay. Und wir können speichern. Ja Leute, das war's für heute. Eine echt sehr schöne Sequenz, muss ich sagen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. War richtig cool. Ja, und ich habe letztens gesehen, ich habe ja über den alten Safe-Stand drüber gespeichert. Das wollte ich doch niemals machen. Na, dann hoffe ich doch mal, dass das mit der Aufnahme jetzt geklappt hat. Also muss ich mich jetzt auch beeilen und alles schnell zu Ende machen und sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dort wird es nicht minder spannend weitergehen. Wir können den Garten steuern. Wir gehen nach Fisherman's Horizon. Auch ziemlich geil die Stadt. Tja, macht es gut und auf Wiedersehen. Tschüss.